Okay. Oh nein. Schade. Ja, wir versuchen es nochmal. Wir fangen an mit den Toren. Tore, dann die Flieger, dann die Züge. Da muss ich aber noch gucken, wahrscheinlich entgegen der Fahrtrichtung. Ich bin zwar schneller als die Züge, aber ansonsten braucht das, denke ich, zu viel Zeit. Aber das kann sein, dass ich das zwei, dreimal ausprobieren muss. Da oben. So. So ganz optimal ist das auch nicht, weil ich da umdrehen muss. Vielleicht unterbreche ich dann auch einmal immer ganz kurz dafür. So. Jetzt bist du mein nächstes Opfer. Dann du. Das wird knapp von der Zeit her. Mal schauen, ob es reicht. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin noch nicht wieder am Anfang. Scheinbar nein. Verdammt. Doch, muss ich. Wo sind die Truhen? Da unten? Hä? Wo bin ich? Ich dachte, ich war wieder am Anfang. Bin ich auch. Okay, da sind die Truhen dann. Hier habe ich jetzt aber gerade schon Zeit verloren am Anfang. Ich brauche hier gerade wirklich jede Sekunde. Ich bin gerade am überlegen, ob ich die Flugzeuge mache, bevor ich die Tore fertig habe, aber ich glaube, das spart mir nicht den Weg an die letzten Tore und die muss ich trotzdem doppelt machen. Von daher ist das auch egal, dann kann ich auch direkt hier alle machen. So. Nein, nicht laggen. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn wir hier in diesem Level das Wasser berühren. Ich will das aber auch ehrlich gesagt nicht unbedingt ausprobieren. Ich find's praktisch, hier brauche ich immer nur ein Treffen und beide explodieren. Weiß ich nicht, ob es ein Fehler war, hier durchzufliegen. Nein, okay, wird ertrinken. Verdammt. Aber ich weiß jetzt, wie ich es machen muss. Das ist der letzte Versuch, das klappt jetzt. Go Spyro. Da unten und dann die beiden hier und dann wieder hoch. Dann wieder runter und den dann mitnehmen. Hahaha. Klappt jedes Mal. So, und jetzt muss ich die wieder gut erwischen. Dieses Mal weniger gut geklappt. Nein. Okay,
Verdammt. Nein, okay, ich kann direkt neu starten. Ach, Mist. Ich weiß gar nicht, wie lange ich mittlerweile aufnehme. Problem ist, wenn ich jetzt die Aufnahme unterbreche, dann encodiert mein Aufnahmeprogramm erstmal die ganzen Videos, die es aufgenommen hat, und dann kann ich dann erstmal die nächste Stunde bis anderthalb nichts anderes machen oder nichts Rechenaufwendiges machen. Das heißt, ich kann dann nicht weiterspielen. Und deswegen unterbreche ich diese Aufnahme jetzt nicht. So, das hat besser geklappt. Der letzte, da ist der letzte. So. Den Zug erwischen wir gleich. Einer fehlt noch, der müsste jetzt jeden Moment uns entgegenkommen. Da ist er. Ja, das kann was werden. Oder auch nicht. Ich habe da unterwegs zwei vergessen. Gut. Die sollten jetzt aber machbar sein. Ja, wunderbar. Geht doch. Nein, wir wollen nicht nochmal versuchen. Wir haben jetzt alles, was wir wollen. Kriegen unsere 300 Juwelen. Und kommen zurück in die Artisan-Welt. So. Damit müsste die jetzt aber wirklich abgeschlossen sein. Oh, Schafis. Sind viel cooler als alle anderen schmetterlingsgebenden Objekte. Nee, ich habe doch zwei Schmetterlinge. Ach da. Egal, jetzt mache ich noch einen. Hahaha. Ich bin so gewalttätig. Spyro ist sowieso das fieseste Killerspiel von Welt. Wir wollen wieder zu den Magic Crafters. Die Beastmaster können wir zwar schon besuchen, das wollen wir aber noch gar nicht. Wie viele Juwelen haben wir eigentlich insgesamt und wie viele gibt es? Ich glaube, im Intro wurde von 16.000 oder 18.000 gesprochen. Da war der Drache sich, glaube ich, nicht sicher. Wir haben 4.300. Okay. Da wartet scheinbar noch ein bisschen was auf uns. Das stört mich auch so gar nicht. Also, je länger dieses Spiel andauert, umso besser. So. In dieser Welt waren wir, glaube ich, noch nicht. In diesem Level, nicht Welt. Wir haben schon ziemlich viele Eier. Ich glaube, mehr... Es gibt nur noch ein Ei. Und das scheint in diesem Level zu sein. Das wundert mich jetzt. Au. Okay. Es kommen Erinnerungen an diesen Level gerade zurück. Ich weiß, auch hier gibt es irgendwo relativ viele Geheimnisse. Ich glaube, bei meinem letzten Playthrough habe ich hier tatsächlich auch recht lange dran gesessen. Hey, da sind noch... Warum habe ich die gerade übersehen? Ich sollte sorgfältiger gucken. So.
Okay, Drache. Psst, Spyro, du hast doch keine Angst vor diesen großen, lauten, riesigen, grässlichen Monstern, oder? Natürlich nicht. Habe ich auch nicht erwartet. Da war der Satz ein bisschen abgehackt. Das lag nicht an mir. Das lag an der lag am Spiel. Nicht an der Aufnahme. So eine Aktion kann man nur machen, wenn man weiß, dass da unter eine Plattform ist, worauf man landet. Hey, cool, da hinten bekriegen sich zwei Magier. Ah, solche Gimmicks sind toll. Macht ihr noch was anderes? Nee, wiederholt sich nur. Schade. Wow, mach das nicht nochmal, Spyro. Ich wollte dich gerade dafür loben, wie weit nach oben du kamst, aber dann hast du dir das ja fast schon wieder versaut mit dem Lob. Oh, schock mich nicht so. Ach Mist, da habe ich das Timing versaut. Ich dachte, ich habe das schon rausgehabt, aber ne. Gut. So, diesmal hat's geklappt. Wie viele extra Leben haben wir eigentlich noch? 9. Da waren auch schon mal besser. Aber ich glaube, noch bekommen wir schneller, als wir verlieren. Gut, da hinten war der Eierdieb, den habe ich schon gesehen, da bei dem Drachen. Da bin ich immer noch gespannt, wie wir da wohl hinkommen. Ach so, Sparks ist ja schon wieder. Nein, das war Mist. Dann muss ich auch das da nochmal machen. Oh. Laden wir jetzt mal los, das passt besser. So, und da haben wir dann auch zumindest gleich einen Drachen zum Speichern. Hören wir uns mal an, was der sagt. Danke, dass du mich befreit hast. Und schon wieder so eine wichtige Information, ohne die wir das Spiel nie hätten beenden können. Ja, ich find's ja schön, dass die zumindest überhaupt irgendwas sagen. Und ich kann, ja, man kann ja nun nicht alles. Man kann ja nicht so wie ich die ganze Zeit über das Spiel reden. Vor allem nicht diese Drachen, die dann immer nur so sporadisch auftauchen und ja gar keine Ahnung haben, was die aktuelle Situation ist. Die können mal Tipps zu den Levels geben, aber wenn es da halt nichts zu geben gibt an Tipps. Mein Gott, das ist schon okay. So, hüpf. Hey. Dann ging das da weiter. Oh, hi. Und da ist der Ausgang und noch ein Drache. Dann gibt es wahrscheinlich 4 Drachen an diesem Level. Ja. Den letzten haben wir ja auch schon beim Eierdieb gesehen. Wie viele Juwelen? 500. Da sind wir ja mal gerade über die Hälfte gekommen. Das müsste der Anfang vom Level sein. Und von hier aus kommen wir da weiter. Okay. Dann erzähl uns mal was, Sender.